Hey, ich bin Pimpschmann, Mitbegründer von Guitar Master Plan. Willkommen zum Teil 11 von der Songwriting-Serie. Ich habe gar nicht abgespeichert, direkt mal abspeichern. Im letzten Part haben wir angefangen mit dem Chorus und zwar haben wir dann mit der Melodie angefangen und dann auch schon verschiedene Harmonien darunter notiert bzw. aufgeschrieben. Und ich habe ja im letzten Part gesagt, wir werden jetzt mal noch ein paar andere Harmonien hier aufschreiben. Einfach damit du mal hörst, wieso der Unterschied ist und auch allgemein die Vorgehensweise beim Finden von passenden Harmonien zu einer Melodie, ist in dem Fall dann hier relativ stur und theoretisch, weil die einfachste Variante ist, damit du eine solide klingende, eine gut klingende Harmonie findest, einfach anschauen, okay, welcher Ton wird gespielt. In der Regel nimmt man dann den Anfangston der Melodie, des Taktes. Und dann orientiert man sich daran. Ja. Hier haben wir das A, deswegen starten wir auch mit dem A-Moll. Beziehungsweise der Song ist ja auch ein A-Moll. Oder zumindest hier dieser Part. Deswegen bietet sich der A-Moll sehr gut an. Das klingt solide, damit hat man ein gutes Fundament. Okay. Und dann haben wir hier in der zweiten Phrase, im zweiten Takt des Chorus, ein C, hier im 10. Bund. Und dazu habe ich jetzt hier dann ein F gespielt. Weil C ist quasi die Quinte vom F, ja. Passt also wunderbar. Ups, mit meinem Blick drum hier runter. Ach ja, so jetzt nochmal. Ja. Und man könnte aber auch, oder gehen wir mal weiter, genau, jetzt haben wir hier dann das E gehabt, da haben wir das C dann gespielt. Weil da war das E die, oder ist das E die Terz und dann haben wir hier das G und dazu haben wir auch dann ein G-Moll, G-Dur. Ja, also die Akkordfolge wäre jetzt quasi ein A-Moll, F, C und dann G-Dur, okay. Klingt, wie gesagt, soweit ganz gut. Wir hören uns nochmal das Ganze mit der Melodie an. Ja, hat eine ganz coole Sache, auch ein ganz cooles, klingt ganz cool, auch gerade mit dem C, wenn es nach oben geht. Aber eben zum Austesten schauen wir uns mal noch an, was man sonst noch so hier rausholen kann. Und hier zum Beispiel, ja, da sage ich dir gleich von vornherein, bin ich mir sehr sicher, da wird das F wahrscheinlich am besten klingen, weil von der ersten Stufe in die sechste Stufe, das hat einfach immer einen geilen Sound. Ja, wenn du hier vom A... Ups. Ja, das hat so einen aufsteigenden, majestätischen Sound, okay? Aber wir hören uns mal noch an, wie es zum Beispiel klingen würde mit einem C, Dur. Das passt ja dann quasi zum Grundton, zum C. Hörst du das? Ist ein ganz unterschiedliches Feeling. Klingt auch gar nicht mal so schlecht, aber wir hören uns mal nochmal mit dem... F an. Ja, es hat schon irgendwie eine andere Power, sage ich mal. Ja. So, und dann haben wir das C nochmal. Und zwar als Terz, aber das wäre dann vom A und das wäre natürlich Quatsch, wenn wir jetzt zweimal A spielen würden. Also das bringt dann, glaube ich, eher wenig. Wir hören uns trotzdem das Ganze mal an, damit du hörst, wie die Melodie mit dem A klingt. Ja, da bleibt das eher so auf einer Spur und es kommt irgendwie nicht aus dem Quark. So hört sich's für mich an, okay. Also lass mal hier auf jeden Fall mal das F. Wir können mal rein zum Ausprobieren, können wir mal noch schauen, vielleicht so als Vierklang, vielleicht als bei einem Neuner Akkord. Da hätten wir zum Beispiel das C. Ich kann mal überhaupt schauen, wo das jetzt hier der Fall wäre. Aber nee, das macht jetzt hier, glaube ich, keinen Sinn. Weil da sind wir außerhalb von A-Moll. Da werden wir jetzt hier dann, da wird mir das B-Flat spielen, ja. Wir hören uns trotzdem mal an, wie das sich anhören würde. Aber wahrscheinlich ziemlich doof, weil das ist ja dann quasi einfach hier einen Halbtonschritt vom A. Das heißt, es wird... blöd klingen, ja. Ja, du hörst auch schon, die anderen Töne passen nicht mit hinzu. Da bist du einfach aus der Tonleiter raus oder aus der Tonart. Deswegen passt das hier nicht so, okay?
Also A und F ist schon mal checkt und gebongt und dann gehen wir mal hier weiter. So, jetzt haben wir hier ein C. Hören wir uns das mal mit C an. Klingt ganz ordentlich. Hören wir uns das mal mit einem E an, weil wir spielen ja hier auch ein E, also mit dem Grundton. Erstmal nur den Takt. Klingt schon trauriger, oder? Weil das C ist ja auch ein C-Dur eigentlich und das E wäre jetzt hier ein E-Moll, auch wenn wir nur einen Power-Chord spielen, aber wenn wir jetzt mal die ganzen Stufenakkorde hernehmen oder die drei Klänge, wäre es ja ein E-Moll. Hat einen ganz anderen Sound wie... Ja, das klingt viel fröhlicher, viel, ich sag mal, ermunternder. Hören wir uns das mal gänzlich an. Ja, das geht nach unten, okay? Da hast du ja auch einen Halbtonschritt vom F zum E. Das heißt, es klingt nochmal etwas böser, ja? Und einfach etwas trauriger, macht hier eher nicht so den geilen Eindruck. Und dann hatten wir gesagt, das C, da ist dann das E in der Terz. Passt für mich bisher am besten. Und dann schauen wir mal noch, wo wir die Quinte haben. Macht es ja wenig Sinn, weil die Quinte, ja, das wäre jetzt von A-Moll, wäre die Quinte dann E. Und dann hätten wir dann vom A zum F. Dann wieder zurück zum A. Können wir uns mal anhören. Aber wird sich wahrscheinlich als eher nicht so praktikabel oder gut klingend erweisen. Ja, da geht es einfach zurück. Das macht irgendwie, selbst wenn wir das mal mit dem G noch anhören. Ah, nee, das hat es irgendwie nicht so in sich, okay? Also wie du siehst, da gibt es echt vorgeschriebene Entschuldigung, Stufenakkorde, die immer gut klingen, hätten in dem Fall 1, 6. Dann haben wir hier noch die dritten, genau. Und jetzt hier noch den Stufenakkord 7 zu dem G. Aber auch da probieren wir natürlich nochmal rum, wollen ja sicher gehen, dass wir alles rausschlagen, ja? Und sicher gehen, dass das wirklich die beste Option jetzt hier ist, zumindest subjektiv, ja, persönlich gesehen für mich. Vielleicht findest du eine andere Option besser, dann nimm gerne eine andere Option. Und so, dann haben wir hier zum Beispiel, können wir auch ein C nehmen, das macht jetzt aber hier auch absolut keinen Sinn, das wäre die Quinte. Also das G ist die Quinte vom C, aber da haben wir zweimal C, also können wir uns zwar anhören, aber es klingt nicht, ja, wird wahrscheinlich nicht gut klingen. Vielleicht der eine Takt, aber nicht zusammengespielt. Ja, aber dann hast du zweimal C. Ja, könnte man vielleicht sogar... Also es klingt jetzt nicht so krass schlecht, wie ich gedacht hätte. Könnte man sogar teilweise verwenden, aber ich würde es trotzdem nicht machen, weil dann ist eben ganz cool, weil du hast dieselbe Harmonien, spielst aber eine zumindest am Anfang anderen Ton. Das heißt, du hast ja immer denselben Rhythmus, ja. Spielst aber hier ein E und hier ein G. Das kommt natürlich ganz cool, aber ist jetzt trotzdem für mich nicht so, ja, the way to do it. Und neben dem G haben wir das G noch irgendwo als Quinte, das ist dann aber auch wiederum wahrscheinlich nicht so die geilste Option, weil das wäre dann das G, Entschuldigung, das E-Moll. Dann hätten wir quasi A-Moll. F-Dur, ups, C-Dur und E-Moll. Ja, es wird wahrscheinlich solide klingen, aber am Ende einfach zu traurig. Ja, wenn du diesen Ausdruck hier schaffen möchtest, diese Emotionen, dann gerne, aber sonst, glaube ich, klingt das ja einfach nicht so gut. Ja, aber da ist am Ende nochmal so richtig schön, da fällt das Kind richtig schön in den Brunnen und du bist wirklich tief im Schlamm. So hört es für mich an. Und ich möchte dir einfach das Ganze etwas happier machen. Schön happy Rocksong quasi. Und deswegen ist das tatsächlich hier so die Harmonie, wie wir sie schon hatten, die meiner Meinung nach beste Variante hierfür. Genau. So, das lassen wir mal so. Ob die Melodie so bleibt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Da bin ich mir selber noch nicht ganz so sicher. Schreiben wir erstmal den Bass dazu. Und damit das Ganze etwas treibend wird, weil
du könntest jetzt den Bass ausschreiben, zum Beispiel einfach nur eine ganze Note, den aushalten. Aber dann kommt das Ganze etwas, ja, so sehr schleppend drüber. Und ich möchte hier schon ganz gerne, dass es etwas mit mehr Drive vorangeht. Und deswegen schreibe ich es ja einfach nur Achtelnoten. Wie gesagt, an alle Bassisten, ich kann es verstehen, wenn ihr euch jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagt. Da gibt es bestimmt noch einige Fill-ins und irgendwelche verkrucksten Sachen, die man da machen kann. Aber ich bin, wie gesagt, kein Bassist und für mich reicht das so vollkommen aus. Ohne Bass lass, aber man muss jetzt auch nicht hier den mega krassen Bass dazu schreiben. Ne? Hauptsache ist Bass da und der Grundton, damit bist du immer, kannst du dir immer sicher sein, dass du was Solides hast und das auf jeden Fall klingt, okay? So, jetzt müssen wir mal Schlagzeug mal schauen, was wir da schreiben. Könnte man sogar diesen Rhythmus spielen. Den verwende ich aber teilweise so oft, dass ich mir immer so die Frage stelle, sollte ich den nicht mal etwas weniger verwenden? Hören wir uns das Ganze mal an, wie das so klingt. Auch jetzt, obwohl, nee, erstmal ohne Übergang. Nee. Das klingt nicht gut. Machen wir hier lieber so einen Rhythmus. Und dann vielleicht hier nochmal ein Bassdrum. Das ist, glaube ich, ganz geil hier in dem Fall. Können wir ruhig hier diesen machen. So, und hier kann man dann ruhig den Part so schreiben, weil das kommt etwas tragender. Dann trägt sich, also das lässt sich jetzt echt schwer beschreiben mit Worten, aber für mich ist es dann so, dass sich dieser Rhythmus etwas länger hinauszieht. Und das möchte ich hier. Ja, durch die Pause hier ist einfach da etwas mehr Luft gegeben. So, und hier machen wir ein schönes Fill-in. Aber so. Genau. So, dann wieder. Wir wiederholen es mal, aber wir kopieren uns mal die Takte. Weil da am Ende wahrscheinlich schon mal die Melodie etwas anderes spielt. Einfügen. So, ich check mal kurz die Uhrzeit. Ja, sind wir bald durch. Hören wir uns das nochmal an und dann sind wir, glaube ich, auch erstmal hier fertig. Und jetzt hören wir uns das Ganze auch mal mit dem Übergang an. Das ist jetzt nämlich auch nochmal eine Sache, wo wir schauen müssen, ob das denn überhaupt so passt. Ich glaube, das mache ich doch lieber weg. Das klingt nicht so geil. Klingt gar nicht mal so schlecht. Mir gefällt gerade hier dieser chromatische Übergang, ja, vom 5-6 wiederum zum A. Das hat eigentlich was. Aber das Schlagzeug gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, das ging geiler. Ja. So, lassen wir das Ganze mal. Finde ich etwas cooler, weil es bringt etwas mehr Feuer rein und auch etwas mehr, also damit gehen wir mit etwas mehr Schwung in den Chorus rein. Ja?
das gefällt mir sehr gut. Okay, perfekt. So, ja, dann lassen wir das erstmal so stehen. Haben wir schon mal den Chorus. Da werden wir aber in der nächsten Lektion, glaube ich, nochmal hier an der Melodie etwas feilen und gegebenenfalls auch hier was umändern. Aber ansonsten finde ich es eigentlich so ganz, wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht in die Perfektion gehen. Das ist ja auch etwas, was wir gesagt haben, was man gar nicht machen sollte. Und wir wollen ja auch das zeigen, was wir auch reden und dann nicht irgendwie, wir gehen nach rechts, aber oder sagen, gehen nach rechts, aber dann gehen wir nach links. Es ist so sehr solide, es ist okay, es gefällt mir. Ich würde jetzt sagen, also wenn ich das privat irgendwie noch schreiben würde und mit aufnehmen und bla bla bla, dann würde ich, glaube ich, an der Melodie nochmal etwas rumfeilen. Vielleicht das etwas anders machen, aber es klingt so ganz solide, also gefällt mir jetzt, glaube ich, ganz gut, auch so mit den Harmonien. Könnte mir sogar vorstellen, dass man da vielleicht noch so ein kleines Keyboard hinten ransetzt mit so ein paar Harmonien, aber da kommen wir auch schon so weit und dann sind wir auch irgendwie vom Rock so etwas entfernt, mehr oder weniger. Aber hier am Ende, ja, da machen wir auf jeden Fall mit der Melodie noch etwas anderes, um dann nochmal einen Übergang zu schaffen, okay? Dazu aber dann in der nächsten Lektion. Das soll es hier erstmal so gewesen sein. Wenn du Fragen haben solltest zu diesem Teil, zum 11. Teil oder allgemein zum Songwriting oder auch E-Gitarre spielen, irgendwelche Wünsche, Kommentare, Kritik, Äußerungen, whatever, dann lass uns wissen, schreib uns unten deine Kommentare und Fragen. Gib diese Lektion auch einen Daumen nach oben, wenn sie dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal. Ich wünsche dir mega viel Spaß beim Songschreiben, beim Songwriting so rum und allgemein beim E-Gitarre spielen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on!